Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde und all diejenigen, die sich nicht schleichend enteignen lassen wollen über Sparbücher und diverse andere Konstrukte, die eher die Finanzindustrie als uns selbst bereichern. Wir haben das Starterdepot. Es ist der sechste Teil des Starterdepots. Der fünfte Teil ist um und was wir hier sehen, das ist das Ergebnis der Abstimmung. Und zwar hatten wir gesagt, wir kaufen eine Weltklasse-Pharma-Aktie in Teil 5 des Starterdepots. Und ich dachte, es wird ein bisschen knapper, aber Johnson & Johnson hat mit 53% der Stimmen gewonnen, gefolgt von Novo Nordisk mit 28% und Amgen mit 17%. Das heißt, wir haben nach wie vor ausschließlich US-Aktien im Depot. Ich habe den Sparplan jetzt auch schon brav eingerichtet. Hier sieht man das Ganze. Wir haben ja jetzt vier Sparpläne und zwei Sparpläne sind schon ausgeführt worden. Microsoft und Cisco Systems, da haben wir jetzt eben Bruchteile von Aktien drin, bei Cisco eine halbe und bei Microsoft haben wir eine Fünftelaktie drin und wir sehen hier, dass der Gesamtwert ungefähr der Sparrate entspricht. Und jetzt haben wir noch zwei weitere Sparpläne und das ist der letzte, Johnson und Johnson, habe ich gerade eben eingerichtet. Und ich lasse die übrigens alle zum Monatsersten, also zum, ja, zum ersten des Monats ausführen. Da gab es ja auch eine Diskussion, wann es vielleicht besser ist, weil man hat ja bei Consors jedenfalls die Wahl zwischen dem 1. und dem 15. Und ich würde einfach sagen, es soll jeder so machen, wie er denkt, dass es für ihn besser ist. Allgemein ist es ja so, dass jeder das tun sollte, was wo er denkt, dass es für ihn am besten ist. Das heißt, generell nicht blind nachkaufen. Und das wäre jetzt, glaube ich, auch schon die gute Überleitung zum Disclaimer, bevor ich es wieder vergesse. Also der Risikohinweis: Mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Jeder ist für die Geldanlage selbst verantwortlich. Hier einfach nur inspirieren lassen und gerne mitdiskutieren im Kommentarbereich. Und wie gesagt, ich hoffe, es ist was Schönes dabei und dass, wenn jemand was Ähnliches macht, es erfolgreich sein wird. Aber letztendlich übernehme ich keine Garantie für das, was dabei rauskommt. Wir kommen jetzt zum nächsten Teil, also Teil 6. Und wo sind wir jetzt? Wir gehen ja hier die Branchen durch. Und wir waren jetzt hier, hier, hier und hier. Das heißt, wir sind jetzt bei Konsum, zyklische Dienste, also hier angelangt. Je größer der Kuchen ist, umso mehr Aktien kaufen wir. Hier bei diesen im Technologiebereich jeweils drei im Segment, dann hier jeweils zwei Aktien geplant und in diesen Segmenten dann jeweils eine Aktie. Insgesamt würden es 20 Aktien werden, beziehungsweise 20 Sparpläne, ob es jeweils wirklich Sparpläne sind. Sei dahingestellt, eventuell mache ich auch einmal Käufe. Wer mehr wissen möchte, hier gibt es den Link zur Anlagestrategie im Starterdepot. Jetzt dann gleich weiter und zwar möchte ich noch eine Geschichte sagen, bevor ich auch das vergesse. Es gibt noch Kollegen von mir, die haben die gleiche Mission, nämlich den Aktienmarkt in Deutschland voranzubringen. Und das ist Jonathan und Michael, die ich auch privat mehr oder weniger gut kenne. Und wenn ich mich über Aktien informiere und hier erstmal nur keine Ahnung habe, dann erst Punkt 1 Wikipedia, Punkt 2, wenn es große US-Konzerne oder Deutsche sind, dann gehe ich auch gerne hierhin. Punkt 3 natürlich dann. Ja, die Investor Relations und Punkt 0 überhaupt der Aktienfinder, um zu gucken, was an sich interessant sein könnte. Gut, die Kollegen haben unter anderem Walt Disney abgedeckt. Und warum war das interessant? Deshalb, weil ich Walt Disney unter anderem zur Abstimmung habe in diesem Video. Ich habe mir wieder drei Aktien ausgesucht, über die wir am Ende des Videos abstimmen können, direkt auf YouTube hier. Einmal Walt Disney, CTS Eventime und dann McDonald's, also wieder zwei Amerikaner und ein Deutscher. Alles qualitativ hochwertige Aktien, meine ich wenigstens, werde es jetzt aber auch dann argumentativ begründen. Dann fangen wir mal an mit Walt Disney. Walt Disney ist wahrscheinlich jedem ein Begriff. Schauen wir uns mal an, wie sich die gesamte Sache hier fundamental entwickelt hat von Walt Disney. Das sehen wir. Wie bei allen Aktien, die wir in der Auswahl haben, langfristig steigende Gewinne, langfristig steigende Dividenden und operative Cashflows ebenfalls. Das heißt, dass das Geld auch tatsächlich reinkommt und nicht nur in der Bilanz steht. Wir haben dann auch hier die typischen Wachstumsdellen. Einmal hier kurz zum Wechsel des neuen Jahrtausends und dann hier während der Finanzkrise eine Wachstumsdelle. Hier haben wir mal einen Ausreißer nach oben.
was in erster Linie an der Steuerreform liegt in den USA, was man auch daran sieht, dass hier dann die Nettomarge so hoch springt. Das heißt, außergewöhnliche Geschäftsvorfälle haben dafür gesorgt, dass der bilanzielle Gewinn nach oben gegangen ist. Was auch auffällt hier, das ist, dass der Umsatz nach oben springen soll, während die Margen leicht rückläufig sind, aber ganz insbesondere natürlich fällt ins Auge, dass langfristig schön steigende, stetig steigende Umsätze und plötzlich springt es nach oben. Und das hat mit der Übernahme zu tun, die vor kurzem stattgefunden hat von 21st Century Fox für schlappe 71 Milliarden US-Dollar. Walt Disney macht einen Umsatz von 60 Milliarden US-Dollar ungefähr und für 71 Milliarden US-Dollar haben sie 21st Century Fox gekauft. Zuerst mal, was macht Walt Disney jetzt nochmal eigentlich ganz genau, außer Comics zeichnen über Donald Duck? Die haben mehrere Segmente und ich habe mir das Ganze auch mal angeschaut. Ich hoffe, ich habe es noch auf. Jawohl, hier ist es. Und zwar haben die vier Segmente, das ist der Jahresbericht 2018. Hier sehen wir übrigens die knapp 60 Milliarden Umsatz. Sie haben ein Media Network Segment und das Parks and Resource Segment. Und das sind die größten. Und dann haben sie noch Studio Entertainment und Consumer Products. Die sind dann relativ klein, wird eher bescheidener nach unten hin. Media Networks, da ist die Vermarktung der eigenen Filme und Serien insbesondere. Das heißt, die verkaufen dann das, was sie produziert haben, an Fernsehsender, an Kabelnetzbetreiber. Teilweise haben sie auch eigenes Pay-TV. Und sie verkaufen es jetzt auch seit Neuerem an Streaming-Dienstleister wie beispielsweise Netflix, komme ich noch mal drauf und erzielen so die Einnahmen hier. Wir sehen, dass die Einnahmen in diesem Segment, also die Umsätze, dass die wachsen. Wir haben hier die Umsätze der zwei vorherigen Jahre. Wir sehen aber, wenn wir hier das Operating Income uns anschauen, dass das rückläufig ist im Media Network Segment und das deutet schon auf gewisse Probleme hin. Und da kommen wir, denke ich, zu Netflix zurück, zu dem Streaming-König momentan. Er gräbt halt den traditionellen Kunden von Walt Disney hier in dem Segment meines Erachtens das Wasser ab. Und es rächt sich dann halt auch an den Einnahmen oder an den Margen, die man dann mit diesen traditionellen Kunden erzielen kann. Das heißt, diese Kabelnetzbetreiber, also das alte. Der alte Fernsehkonsum quasi, der ist in der Defensive und genauso auch das eigene Pay-TV, was hier in den Bereich reinfällt, ist auch in der Defensive und ich denke, das macht sich hier in rückläufigen Gewinnen bemerkbar in dieser Sparte. Disney steuert gegen mit Disney Plus, die ziehen einen eigenen Streaming-Service auf und der wird Ende dieses Jahres schon in den USA ins Netz gehen und vielleicht auch schon in Westeuropa. Also Walt Disney steuert dagegen und der Kauf von 21st Century Fox, der ist auch in erster Linie erfolgt, damit Walt Disney sein eigenes Portfolio von dem, was sie denn streamen können, verstärkt. Wenn wir hier die Parks anschauen, das ist ja das zweitwichtigste Segment, dann sehen wir hier ebenfalls steigende Umsätze und hier aber auch deutlich steigende Gewinne auch bei Studio Entertainment. Hier ist zum Beispiel die Vermarktung von Kinofilmen und dann anschließend die DVD-Vermarktung drinne. Auch hier wachsen die Gewinne und auch hier ziehen die Umsätze an, wobei ich denke, das ist relativ schlecht planbar. Wenn es ein Blockbuster wird, läuft es gut. Wenn der Film halt an den Kinokassen floppt, dann läuft es halt weniger gut. Insofern hier ein gemischtes Bild, aber die Gewinne sind hier jetzt angezogen. Ja, gut, und wenn 2016 waren sie fast hoch in 2018, aber ich würde das sowieso nicht überbewerten. Ja, gut, ist es schon wichtig, aber das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass sie die neue Konkurrenz im Streaming in den Griff bekommen. Und dann hier das letzte Segment, das ist insbesondere Merchandising. Und hier sieht man, dass das sogar rückläufig ist. Gut, gehen wir aber jetzt nochmal zurück, ein bisschen quantitativer in den Aktienfinder. Wir haben jetzt nochmal also erklärt, wie dieser Sprung ja zustande kommt. Wir können ja auch nochmal in die Fundanalyse gehen. Und da sehen wir, was sehen wir da, dass wir hier Aktienrückkäufe haben, also typisch USA. Jetzt haben wir hier aber
eine Kapitalerhöhung gehabt im Zuge des Kaufs von 21st Century von 4%. Wir sehen, dass es auch in der Bilanz Spuren hinterlässt. Wenn wir uns das mal ein bisschen näher anschauen, dann sehen wir erstmal, dass die Schulden natürlich stark angestiegen sind von 46 Milliarden auf 110 Milliarden. Das sind ungefähr die 70 Milliarden, die aufgewendet worden sind für 21st Century Fox. Wir sehen, dass entsprechend auch der Goodwill gestiegen ist. Man also mehr bezahlt als 21st Century Fox laut Bilanz wert gewesen ist. Da gab es einen Bieterwettstreit mit Comcast. Die haben sich gegenseitig überboten und es wird wohl keiner behaupten, dass der Kauf von 21st Century Fox für Walt Disney am Ende ein Schnäppchen war. Es muss halt eine sinnvolle Akquisition sein, um eben im Streaming-Bereich Netflix Paroli bieten zu können. Und Treasury Stocks übrigens auch ganz interessant. Die sind alle ausgebucht worden. Ich habe keine direkten Hinweise gefunden. Ich habe aber so viel gefunden, dass ich bestätigen kann, dass die Zahlen richtig sind. Es gibt kaum noch eigene Aktien jetzt, aber das eigentlich nur nebenbei. Gucken wir uns mal die aktuelle Bewertung an. Dann sieht man relativ interessant, dass der Aktienkurs lange Zeit von 2015 bis 2018 vor sich hingedümpelt ist, mehr oder weniger seitwärts und jetzt ganz stark angezogen hat. Und wir hatten vorher eine leichte Unterbewertung der Aktie und jetzt haben wir eine relative Überbewertung der Aktie. Für einen Einmalkauf empfiehlt sich die Aktie also eher weniger aus dieser Perspektive, aber da wir mit dem Sparplan sukzessive einsteigen, können wir jetzt schon mal Positionen eröffnen, theoretisch, und falls dann der Kurs fallen sollte, könnten wir dann eben entsprechend günstiger weiterkaufen. Fairer Wert irgendwo laut dem Gewinn zum Beispiel 150 US-Dollar und der aktuelle Kurs auch bei 150 US-Dollar. Okay, schön und gut, aber wir sehen, dass der Gewinn erstmal nochmal nach unten gehen soll. Also nicht aussagekräftig hier. Müssen wir hier hingehen auf 120 US-Dollar. Was bringt uns ein hoher rechnerischer Wert hier, wenn der dann in der Folge des laufenden Geschäftsjahres sinkt, dann müssen wir natürlich den niedrigeren nehmen. Außerdem sinkt er nochmal weiter angeblich, was den Gewinn angeht. Ich weiß nicht genau, wie das zustande kommt. Ich würde dann das sogar das 2020er Fair Value nehmen. Der operative Cashflow ist soweit stabil und dann wären wir irgendwo zwischen ja, knapp 110 US-Dollar und der aktuelle Kurs 142 US-Dollar. Also da relativ teuer aus dieser Perspektive. Die andere Perspektive wiederum wäre, dass wenn Netflix erfolgreich Paroli geboten werden kann und dann der Trend hier in diesem Segment umschwingt, dass dann die Aktien an sich auch höher bewertet werden könnte und dann also auch höhere Multiples hat und dann der Aktienkurs dauerhaft höher bleibt. Wir sehen wegen des hohen oder des gestiegenen Aktienkurses, dass wir momentan eine Dividendenrendite haben von 1,24%. Das ist nicht wirklich viel. Ich stelle den Zoom nochmal kurz ab. Wir hatten im historischen Verlauf deutlich höhere Dividendenrenditen gehabt. Während der Aktienkurs hier seitwärts gelaufen ist, hatten wir Dividenden schon von ungefähr 2, nee, weniger, 1,59%, 1,5% ungefähr, jetzt 1,24%. Okay, das macht eigentlich gar nicht so viel aus, würde ich sagen. Dividendenrendite ist nach unten gegangen, aber so ein richtiger Dividendenkönig war Walt Disney in dem Sinne nie, dass sie viel Dividende bezahlt hätten, also dass man mit einer hohen Dividende einsteigen konnte, so sage ich das mal. Die Dividenden werden aber dann leicht anziehen, wenigstens 1,2, 1,3, ja, also hier dann auch noch ein bisschen dürftig. Also ist aus der Dividendenperspektive wahrscheinlich grenzwertig, was Dividendensprinte angeht, also schnelles Dividendenwachstum. Ich habe die Aktie aber trotzdem mal aufgenommen. Wir werden hier noch zwei andere Aktien haben, für die man abstimmen kann. Da kommen wir dann zu den anderen beiden Aktien. Dann hätten wir den deutschen Kandidaten CTS Eventime. Die machen insbesondere Ticketverkauf und sind jetzt aber auch im Bereich der Konzertveranstaltung stärker als aufgestellt, haben einige Konzertveranstalter übernommen. Ich habe hier was Kleines vorbereitet, genau. Und zwar wirklich sehr klein, nur um nochmal zu gucken, wie die ihr Geld verdienen. Also die haben diese beiden Sparten mit dem Ticketverkauf und Veranstaltungen, also Konzertveranstaltungen beispielsweise.
Und dieser Veranstaltungsbereich, der macht knapp das Doppelte vom Umsatz, vom Ticketverkauf. Aber das meiste Geld bleibt im Ticketverkauf hängen. Die haben also wirklich hohe Margen. Während beim Veranstaltungsbereich, wie man hier sieht, sind die Margen deutlich geringer. Das sind alles Angaben in Millionen. Wobei es liegt auf der Hand, dass sich die Segmente hier gegenseitig subventionieren, beziehungsweise man Synergieeffekte hat. Weil die eigenen Veranstaltungen, wer wird dann die Tickets verkaufen? Natürlich sie selbst. Und das heißt, wenn sie eine Veranstaltung ausrichten, dann dieses Segment hier oben automatisch mitbedient. Macht sicherlich Sinn. Die sind in 20 Ländern aktiv, habe ich auf Wikipedia nochmal schnell gelesen, war aber auch natürlich auf der Investor Relations Seite. Und gucken wir uns mal das Quantitative hier an. Da fällt auf, dass der bilanzierte Gewinn schön stetig steigt, so wie es sein sollte, und dass der operative Cashflow da wild durch die Gegend springt. Ich habe mal im Jahresbericht 2018 kurz mal in das Cashflow Statement reingeschaut, also in die Kapitalflussrechnung. Und da haben sie den großen Unterschied zu 2017, ist ja nochmal nach oben gegangen, von 2017 nach 2018. Und das haben sie erklärt durch einen Anstieg der Verbindlichkeiten. Das heißt, sie hatten viele Veranstaltungen zum Jahresende und dann nehmen sie das ganze Geld ein. Dürfen sie natürlich nicht behalten, dem müssen sie den Konzertveranstalter das meiste Geld geben. Sie erhalten ja nur eine Provision, aber das ihm geben, das kommt dann halt ins neue Geschäftsjahr und ist dann hier noch nicht abgebildet und dann geht es wieder nach unten. Wir sehen aber insgesamt, dass der operative Cashflow auch schön steigt und der freie Cashflow übrigens. Der verläuft extrem parallel zum operativen Cashflow und der ist kaum niedriger. Das heißt, man sieht, dass da Rieseninvestitionen nicht notwendig sind im Geschäftsmodell von CTS Eventtime. Die bauen dann mal neue Homepages und so weiter sicherlich auf für den Online-Vertrieb, aber die sind halt keine Fabriken wie im Automobilbereich. Wir sehen dann auch hier schön steigende Umsätze. Die operativen Margen jetzt in den letzten Jahren sind relativ stabil, hier nochmal wieder leicht gesunken. Nachdem sie aber auch wieder gestiegen sind, im Vergleich zu hier waren knapp 10% und hier 9,5%. Also das gibt sich nicht viel. Ist relativ stabil, wie ich finde. In der Futteranalyse habe ich nichts wirklich Aufregendes entdeckt. Das Schöne da ist, dass die Anzahl der Aktien komplett konstant bleibt. Da gibt es überhaupt keine Aktienrückkäufe, es gibt keine Kapitalerhöhung. Es ist also wirklich alles sehr stabil. Die momentane Dividendenrendite beträgt 1,5%. Und das Dividendenwachstum ist relativ stark, also zieht ja relativ dynamisch. Und im 2021 hätten wir 2,1%. Hier wurde mal eine Sonderdividende übrigens bezahlt. Deshalb ist hier mal die Dividendenrendite so nach oben gesprungen. Und hier steigt dann auch der faire Wertdividende. Ist dann hier auch mal so angezogen. Wenn wir mal hier in die faire Wertberechnung reingehen, dann muss ich das erst mal hier spiegeln. Da würde ich dann sagen, nehmen wir auch 2019, weil hier ist es wieder symptomatischer und vor allem nehmen wir nicht operativen Cashflow, weil der springt ja hoch und runter. Wir nehmen einfach den bilanzierten Gewinn und da kann man eigentlich schon alles nehmen. Da hätten wir jetzt, das machen wir mal weg. So, genau, so ist okay. Da hätten wir jetzt einen fairen Wert von zwischen ja, 34 und 35 Euro. Der aktuelle Kurs ist 41,40. Also hätten wir hier eine Überbewertung. Aber wir sehen, zum Ende des laufenden Geschäftsjahres käme es so ziemlich auf dem aktuellen Kurs raus. Heraus, ja, genau. Das heißt, dann wäre die Aktie fair bewertet ungefähr. Wir rechnen halt hier, die Analysten rechnen halt hier, aber ich will ihm nicht widersprechen, mit steigenden Gewinnen und schön steigenden Dividenden. Insofern ist die Aktie, wenn es dazu kommen sollte, schon faktisch mehr oder weniger fair bewertet. Das wäre also der Kandidat aus Deutschland und dann hätten wir noch McDonald's. Über die habe ich vor kurzem übrigens ein eigenes Video gedreht, weil der Umsatz hier so eingebrochen ist. Und da hatte ich geschrieben gehabt, glaube ich, 7 Milliarden weniger Umsatz, ob das ein Problem sei. Und ich kann die Lösung oder ja schon vorwegnehmen, es ist kein Problem, weil man es erklären kann. Wir sehen aber erstmal hier, dass wir schön steigende Umsätze, schön steigende Cashflows, wirklich schön stabil steigende Dividenden haben. Das ist schon ja fast ein Traum für langfristige Investoren. Wir sehen, dass wir eine aktuelle Dividende haben von 2,13%. Auch die steigt schön auf 2,5% bis 2021. Wir sehen aber auch hier beim fairen Wert, dass
McDonald's ganz schön angezogen hat, so ähnlich wie Walt Disney auch. Und momentan haben wir eine Überbewertung und der faire Wert wäre erst in 2021 erreicht. Zum Ende des laufenden Geschäftsjahres hätten wir einen fairen Wert, der irgendwo zwischen 160 und 170 US-Dollar liegt und 211 US-Dollar kostet die Aktie. Aber auch hier der Sparplan entschärft die ganze Geschichte. Wer keine Lust hat, sich das Video gern komplett anzuschauen, dem erkläre ich jetzt nochmal kurz, was es mit den sinkenden Umsätzen und auch steigenden Margen hier auf sich hat. Und zwar bemühe ich da aus dem Video ein Excel-Sheet. Das sieht man dann hier. McDonald's betreibt ja Restaurants, teilweise selbst, aber viel über Franchise. Und man kann sagen, dass die Margen am höchsten sind bei Franchise und im Selbstbetrieb sind die Margen am niedrigsten. Und McDonald's geht jetzt hin und tut die Restaurants im Selbstbetrieb runterfahren und leitet die über in den Franchise-Betrieb. Das erhöht zum einen die Margen, zum anderen aber führt es dazu, dass die Umsätze sinken, weil dann werden die Umsätze eben nicht mehr, werden die Umsätze bei dem Franchise-Nehmer bilanziert und nicht mehr bei McDonald's selbst. Und das führt eben dazu, dass die Umsätze sinken auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die Margen steigen. Ah, und das aber, wenn das klappt, und ich gehe da mal davon aus, dass dann ebenfalls der Gewinn, also das sind die per Aktien Kennzahlen ebenfalls steigen, also Dividende, Cashflows, Gewinn. Ich möchte auch hier nicht in die Vollanalyse gehen, weil das habe ich im Video alles ziemlich ausführlich gemacht. Das wäre dann also die Vorstellung dieser drei Aktien. Da könnte man nochmal durch die Kennzahlen gehen. Also CTS Eventtime ist im Prinzip der Zwerg, wenn man sich die Marktkapitalisierung hier anguckt, mit knapp 4 Milliarden, gefolgt von McDonald's mit 140 Milliarden, gut, und 225 Milliarden Walt Disney ist hier da quasi der Größte. Bei der Dividendenrendite ist McDonald's ganz vorne, gefolgt von CTS Eventtime und Walt Disney hinten. Bei Walt Disney bin ich ja schon so ein bisschen in Verlegenheit gekommen, weil wir haben ja hier auch den jährlichen Zuwachs der Dividende geschätzt und der fällt da erstmal niedrig aus. Hängt halt viel am Streaming-Glück, würde ich sagen. CTS Eventtime, da wächst die Dividende am dynamischsten und McDonald's aber auch nicht schlecht. Zweistelliges Dividendenwachstum erwartet. An sich ist die Stabilität der Dividende bei allen Aktien sehr hoch und die Dividende soweit auch sicher. Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow relativ niedrig, ich sehe gerade bei CTS Eventtime. Da fehlt offensichtlich der Free Cashflow für, ja genau, hier für das Zwischenergebnis. Weiß ich nicht, ob der nicht in der Kapitalflussrechnung enthalten ist. Da fehlt er leider, aber man sieht hier, dass die Dividende ja auch gedeckt ist. Dann noch ein ganz kurzer Hinweis, bevor es zur Abstimmung kommt. Ich habe hier auf dem Blog im Aktienfinder.net einen neuen Bereich, einen Bereich überarbeiten, nämlich den Grundlagenbereich. Und da habe ich im Prinzip hier erfolgreich in Aktien investieren unterschiedliche Aspekte mal beleuchtet, die man auch chronologisch, also sie sind so sinnvoll, wenn man das, man sie von oben nach unten durchgehen kann, weil wir erst vom Allgemeinen ins Spezielle gehen. Man kann aber auch die einzelnen Kapitel so lesen, kann ich auch nochmal verlinken, das Ganze. Da werde ich sicherlich noch das eine oder andere anpassen, aber es ist schon so weit gediehen, dass man sich das Ganze schon mal anschauen kann und dass da hoffentlich was dabei ist. Ach so, übrigens hier der letzte Punkt. Nochmal Versuch einer Win-Win-Situation. Wer noch keinen Broker hat, der kann ihn hier über die Seite aktienfinder.net beziehen. Das heißt, die hier stehen zur Auswahl, das sind die, die wir selbst kennen. Dann kriegen wir eine Provision und du oder sie, je nachdem, bekommt 90 Tage Vollmitgliedschaft. Wir reichen nämlich einen großen Teil der Provision einfach weiter im Rahmen von der Vollmitgliedschaft. Das heißt, dann habt ihr einen Broker und wir haben ein bisschen Provision. Und ihr habt nicht nur einen Broker, habt dann auch gleich Vollmitgliedschaft im Aktienfinder. So, dann würde ich aber sagen, die Abstimmung ist freigegeben und ich bin mal gespannt, wer der Gewinner sein wird. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.